Ja, wir begrüßen euch Abwasserhelden da draußen wieder zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Und Daniel, das ist eigentlich eine Neuheit diesmal, ne? Ja, weil wir früh am Morgen aufnehmen, oder was meinst genau. du? Genau. die erste so Morning-Session, Alter. Naja, ich hätte nicht so spät noch Football gucken sollen gestern Abend. Hast du gestern wirklich noch Football geguckt? Ja, aber ich bin nach dem zweiten Quarter eingeschlafen. Was hast du denn geguckt? Steelers Giants, oder? Ja, Steelers Giants. Roethlisberger ist doch bei mir als zweiter Quarterback. Ich habe keinen anderen gekriegt als den. Ich hätte ja Cam Newton genommen, aber den hast du mir weggesnackt, ne? Mhm. Ja. Ja, auch ein Hallo von meiner Seite an die Zuhörer da draußen. Heute mal wieder ein bisschen verspätet natürlich, aber diesmal geht das auf meine Kappe, weil ich im Urlaub war, bin. Und ja, Klaus. In deinem Urlaub beschäftigst du dich mit unserem Podcast, ist ja. Aber es ist ja wie Freizeit eigentlich, oder? Ist mit Abwasser, ja, genau, richtig. Eigentlich wie Freizeit für dich, darfst du mal wieder mit mir reden. Ja, sonst darf ich ja nicht mehr mit dir reden. Also bevor man sonst immer an Klaus kommt, muss man da gewisse Hierarchieebenen durchdringen. Ich habe da, hab da meine Leute. Ja. Du bist auch ein Owner eines Teams, oder? Hey, Owner, genau. Ich werde wahrscheinlich, das Wichtigste ist, dass ich gegen gewisse Personen nachher gewinne. Okay. Es geht nur um Matchups. Okay. Meine persönlichen Super Bowls sind genau gegen zwei Spieler. Gegen DJ und gegen SK. Sascha. Okay. Sascha und Daniel, ihr beide, gegen euch beide muss ich gewinnen, alles andere ist egal. Ja, dann rüste ich mich für das Match ab. Welche Woche spielen wir eigentlich? Lass uns mal auf Wasser jetzt konzentrieren, ne? Okay. Genug über Football gequatscht. Klaus, was hast du eigentlich so die letzten Wochen erlebt? Ja. Ach, mein Nachfolger wurde gewählt bei der jungen DWA, Philipp Beutler, den hatten wir ja schon im Interview bei uns, der wurde jetzt gewählt. Also mein Glückwunsch an Philipp. Ja, mein Glückwunsch auch an Philipp. Ich denke, der wird das gut machen, hat ja auch sich vorgestellt und schon einige Ideen, die er da gezeigt hat, was er gerne erreichen will, also mehr Struktur reinbringen und so weiter. Ich glaube, das ist genau jetzt das Richtige zu tun. Dann wünschen wir ihm natürlich viel Erfolg bei und unterstützen ihn weiter dabei. Und ja, mal schauen, welche neuen Aufgaben sich da ergeben. Ich mache jetzt auch erstmal dann DWA-Urlaub. DWA-Urlaub? Naja, Urlaub bei der DWA dann quasi, weil ich habe ja dann jetzt erstmal keine Funktion mehr an der Stelle. Ist der bezahlt eigentlich? Bezahlt mit Freizeit ist das so. Cool. Übrigens, von Philipp kam ja auch die Anfrage rein, jetzt ist ein guter Übergang zu dem Feedback aus der Community. Philipp hatte ja auch nochmal den Hinweis gegeben, vielleicht so eine Diskussionsrunde zu starten. Ne? Dezentrale, zentrale Entwässerung, wer ist auf welcher Seite? Kennst du Leute übrigens? Wir wollen das übrigens mal machen, ne? So eine kleine Diskussion hier. Wir wollen da Fürsprecher ranholen, die für Zentrale. Das wird politisch? Na ja, klar. Ja, komm, und wir sind dann die guten Moderatoren. Wir sind die Neutralen. Okay. Das traust du dir dazu, Klaus. Jetzt müssen wir wen finden, der dafür und wer dagegen ist. Genau. Und dann wollte ich dich mal fragen, ob du welche hast. Oder kennst. Also grundsätzlich hasse ich niemanden. Mhm. Ob ich welche habe, okay. Mensch, wer wäre dafür geeignet? Müsste man sich fast nochmal... Fällt mir jetzt spontan erstmal keiner ein. Ich denke bloß, weil dezentral und zentral denke ich gleich wieder an privat und öffentlich. Das wäre noch geiler, wenn wir dafür auch noch welche hätten. Können wir so eine Cross-Discussion machen. Zentral, dezentral und sollte das privat oder öffentlich ablaufen? Wir müssen uns das mal vornehmen. Einmal im halben Jahr so eine Diskussion aufzubauen. Das ist natürlich auch muss ein bisschen organisiert werden. So ein runder Typ meinst du was? Ja, genau. Krass, ey. Das kriegen wir hin, oder? Können wir noch vier Seile aufspannen und eine Kamera drin hinstellen? Ja, wir müssen uns da nicht live treffen. Wir können es ja auch virtuell machen. Was findest du eigentlich besser, virtuell oder live? Übrigens hatte ich, bevor du darauf antwortest, hatte ich jetzt vorletzte Woche meine erste Nachbarschaft wieder. Also ich hatte zwei Nachbarschaften. Also es waren Kläranlagen-Nachbarschaften, auf der ich referieren durfte zum Ratten-Thema. Und das war mal wieder ganz amüsant. Das war auch Open Air. Das war unter so einem Carport.
wo normalerweise, ich weiß nicht, die Waschfahrzeuge, ne, die Spülfahrzeuge geparkt werden. Es war alles sehr, 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 sehr gut ausgekleidet, so mit Plan. Also man konnte nicht mal links und rechts reingucken, hatten oben Spalt offen gelassen, war alles sehr gut durchlüftet aufgrund von Corona-bedingten Umständen. Und es war mal wieder anders, sich so real zu treffen in so einer großen Runde, aber viel intensiver von den Gesprächen her. Das hast du meistens virtuell so nicht. Also die Frage ist ja, die du jetzt stellst, ist ja, funktioniert das webinarmäßig oder sollte man sich persönlich doch wieder treffen? Und also mir persönlich, wie sehe ich das genauso wie du, diese Webinare, ja, das ist, man denkt immer, ja, man muss da nicht anreisen und so weiter. Aber das Interessante ja gerade bei den ganzen Veranstaltungen, die man hat, ist ja, man trifft sich persönlich und hat auch diese Seitengespräche mal und sieht auch mal den anderen vor sich. Da gibt es ja auch dieses, weiß ich, 7% geht auf dem Inhalt des Gesprächs, 21% geht auf der, wie man das sagt, ne, Sprachlage, und dann der Rest macht die Körpersprache, wenn man was erzählt, ne? Und von daher ist schon so ein persönliches Treffen immer besser und gibt auch einen intensiveren Austausch auch über andere Themen am Rande, ne? So ein Webinar ist dann gut, wenn du einfach nur Wissen vermitteln willst, ne? Für eine Stunde Wissen vermitteln, wirklich Inhalte, eine Präsentation zeigen, ein Fortschrittsgespräch machen. Aber alles, wo man diese persönliche Note braucht, da ist einfach kein Ersatz. Und gerade so Nachbarschaften, von denen du sprichst, das funktioniert digital nicht. Das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen. Ja, die Leute kommen da auch hin und die haben vielleicht irgendwie ein Mikrothema neben den großen Themen, die da auf der Agenda stehen. Und diese Mikrothemen, weiß ich nicht, welcher Pumpenkopf ist irgendwo kaputt gegangen und warum geht der dauerhaft kaputt, das entwickelt sich ja immer nur in diesen Seitengesprächen, ne? Und dann gehst du da eigentlich hin, um deine kleinen Probleme irgendwie anderweitig zu besprechen oder Erfahrung zu sammeln mit anderen. Und das kannst du halt online nicht. Das kannst du halt nur, wenn du dich siehst, so in so einem Seitengespräch. Ja, sehe ich auch so. Ja, war auf jeden Fall mal wieder echt nettes Ereignis. Hab mich irgendwie auch total gefreut, erstmal wieder eine Kläranlage zu besichtigen, dann auch mit einem großen Rundgang, welche Reinvestitionen anstehen. Die hatten da über eine Kompostierungsanlage übrigens. Da sind wir ganz viele Private auf der Kläranlage, wo das stattgefunden hat. Okay. Da sind immer ganz viele Private auch hingefahren und haben ihren Grünmüll entsorgt. Hatte ich so noch nie gesehen. Hast du schon mal eine Kompostierungsanlage gesehen? Nö, habe ich selber noch. Also wir haben ja bei uns immer diese, also hier in Süddeutschland immer diese, wir nennen die sich Häckselplätze. Da fährst du dein Grünzeug hin und lädst das da ab und dann, ja, was damit passiert, keine Ahnung, die werden das sicherlich irgendwie kompostieren und dann in den Radlader schieben das zusammen, einmal durch den Häcksler durch und dann wird das da wahrscheinlich als Komposterde auch weiterverwendet. Wieder holen das dann irgendwelche Gartenbaubetriebe wahrscheinlich da wieder ab und dann geht das wahrscheinlich weiter, ne? Ja. Ja, von daher, keine Ahnung, ist nicht so ein spannendes Thema. Kompost habe ich mehr mit Ratten zu tun. wenn die Kanalbetreiber wieder meckern, dass die Gärten noch einen Komposthaufen haben und die Ratten dann gerne den Kompost dann futtern und weil da ja alles Mögliche draufgeschmissen wird. Und naja. Bei mir in der Region, wo ich dann so als kleines Kind mal aufgewachsen bin, meine Eltern hatten damals auch so einen Kompostierer auf dem Hof, kennst du das ja auch mit Grünabfällen und so. Weiß ich nicht, irgendwie, ja, irgendwie die Mittagsreste vielleicht noch aufkippt oder was. Haben die da auch aufgekippt? Normalerweise soll man die da nicht draufkippen, sondern nur wirklich Gartenzeugs. Aber ja, ich kenne das von meinen Großeltern, da wurde einfach alles draufgeschmissen. Ja, genau, so war das bei mir auch. Und ich hatte auch mir so einen Baumarkt, so einen Kompostierer für hier gekauft. Es gibt ja diese schwarzen Plastikdinger, ne, wo du dein Grünzeug reinschmeißt. Ja. Und das stand dann voll 4 Jahre rum bei mir und ich habe es nie gelehrt, weil ich zu faul war, das auszulernen. So war das bei meinen Eltern auch. Dieser Kompost, der hat einfach nie funktioniert. Der hat auch nie richtig gearbeitet. Ja. Das ist ja wie auf so einer Kläranlage. Du musst halt deine eigene Mikrobiologie züchten, ne, die dann da das alles wegarbeitet. Ja, von daher ist ein tolles, spannendes Thema, passt aber nicht so richtig zum Abwassertalk. Ja, wegen der Nachbarschaft. Also ich mache mal meine Nachbarschaft jetzt auch wieder am 27.10. haben wir jetzt geplant. Ich habe gestern das Programm erstellt und ich bin gespannt, wer so kommt. Ne? Also, was steht denn dann bei dir auf der Agenda?
Tatsächlich haben sich unsere Teilnehmer beim letzten Mal, haben wir Ratten gemacht. Also letztes Mal war so Rattenstrategie. Und diesmal haben sich die Teilnehmer von mir gewünscht, dass wir was über Geruch machen. Also wir werden von der Agenda her morgens mal, läuft meistens so ab, der Bürgermeister gibt ein, also es kommen ja, also vielleicht Nachbarschaft, vielleicht weiß das nicht jeder hier in der Runde, müssen wir vielleicht auch nochmal erklären. Also es gibt ja von der DWA die Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften und noch ein paar Sondernachbarschaften. Und die laufen so ab, dass in einem bestimmten Gebiet, also in Süddeutschland, hier bei mir in Baden-Württemberg, ist das landkreisbasiert. Also jeder Landkreis hat eine Kläranlagen-Nachbarschaft und eine Kanalnachbarschaft, wo alle Kläranlagenbetreiber eingeladen werden, beziehungsweise alle Kanalnetzbetreiber eingeladen werden. Dann treffen die sich einen Tag im Jahr oder zwei Tage im Jahr und diskutieren über verschiedene Themen. Organisiert wird das von einem ehrenamtlichen Lehrer oder Betreuer, so heißt das von der DWA, der einfach jedes Jahr das Programm macht. Und zu Gast ist man bei einem der Betreiber auf einer Kläranlage oder auf einem Bauhof, Feuerwehrhaus ist das manchmal auch, oder irgendwie eine Stadthalle oder sowas, wo man sich dann trifft. Da werden alle eingeladen, die DWA macht die Einladung. Und jedes Mal gibt es halt ein neues Thema, so dass man einfach sich darüber austauschen kann und einfach mal die Erfahrungen der anderen auch nutzen kann. Ja, Programm wird immer so sein. Morgens kommen alle zusammen, meistens um 9 geht's los, gibt's ein paar Brezeln und Kaffee. Dann macht man Begrüßungsrunde, Vorstellungsrunde machen wir meist, weil man sich ja doch die Namen dann nicht immer merkt. Und dann gibt es ein paar Grußworte vom Bürgermeister oder vom Verbandsvorsteher, wie auch immer. Da wird so ein bisschen der Gast vorgestellt, wo sind wir zu Gast, was ist speziell in dem Gebiet. Ja, und dann geht es auch schon los, dann macht man eine kleine Rückschau aufs letzte Jahr, was die DWA vielleicht auch an Neuigkeiten hat, was vielleicht für alle Nachbarschaftsteilnehmer interessant sein könnte. Das ist so ein Viertelstunde, halbe Stunde Vortrag vom Nachbarschaftslehrer. In dem Fall dann bin ich das. Ja, und dann machen wir Theorie. Also dann werde ich ein bisschen erklären, warum stinkt es im Kanal, wo kommt das her, was kann man vielleicht auch dagegen machen. Und dann gehe ich meistens, mache ich so eine halbe Stunde vielleicht höchstens, und dann gehe ich meistens in die Runde und versuche so eine Diskussion anzuregen. Ne? Das heißt, ich sage dann immer, wie löst ihr das? Wann habt ihr mal ein Geruchsproblem gehabt? Was habt ihr da gehabt? Vielleicht traut sich ja jemand, das eins vorzustellen, was er dann gemacht hat, was die Lösung war. Und ja, dann geht meistens dann schon, wenn man die Atmosphäre dort cool hat, bei uns sind eigentlich ganz coole Leute in der Nachbarschaft, geht dann eigentlich eine ganz interessante Diskussion meistens los. Weil in dieser Runde sind dann auch wirklich nur Praktiker und die trauen sich dann untereinander auch schon mal zu diskutieren. Ne? Ja. Aber es artet nicht aus in der Schlägerei. Ja, dazu sind die Themen nicht emotional genug, ne? Ach so, okay. Da müssten wir schon über andere Themen diskutieren wahrscheinlich. Wenn so emotional diskutiert und hinterher dann ein Bierchen getrunken, oder? Nee, das ist eher... Ja, also wir haben schon paar dabei, die diskutieren, ist aber auf einer fachlichen Ebene. Traut sich auch nicht jeder, da was zu sagen. Und ja, dann ist Mittagessen. Meistens gehen wir dann irgendwie in eine Wirtschaft wird dann vorgebucht, und nachmittags mache ich dann meistens was Praktisches, also nicht so viel rumsitzen, sonst ist dieses Suppenkoma nachmittags. Also wir werden uns eine Rigole anschauen. So ein Versickerungssystem aus verschiedenen Rigolen von einem Neubaugebiet. Und wir werden testweise so eine Rattenbox da einbauen und so einen Geruchsfilter an einem Schacht. Und wenn wir uns den Bauhof noch angucken und so ein lokales Nahfärmennetz. Also genau neben dem Bauhof ist so eine Firma, die macht mit einem Bioreaktor, glaube ich, macht die Nahwärme. Und das wäre wieder das Kompostierungsthema. Also die machen dann Nahwärme für die Gemeinde dort, und ja. Das ist so das Programm. Und meistens versuche ich das dann schon irgendwie für alle zum Spaß zu machen, dass die dann alle Spaß haben dabei, dass die auch kommen. Ist ja eine mehr oder weniger freiwillige Veranstaltung, das Ganze. Ne? Bei mir auf den Nachbarschaften ist das in der Regel so noch, da wird immer vor der Klammer nochmal so die Ablaufwerte und die Zulaufwerte von den einzelnen Kläranlagen gebenchmarkt, sage ich mal. Und dann wird mit jedem Einzelnen darüber gesprochen, was dann jetzt in der Vergangenheit da schief lief, wo Abweichungen waren. Warum es Abweichungen gibt zur Regel. Und dann wird dann halt über Probleme gesprochen, ne? Verfahrenstechnische Probleme auf Kläranlagen, zu groß, zu klein,
Was hat sich vielleicht im Zulauf geändert? Welche Industrie ist jetzt vielleicht nicht mehr gerade so produktiv? Das wurde zum Beispiel auch bei der letzten Nachbarschaft diskutiert. Ansonsten sieht das bei uns eigentlich immer relativ ähnlich aus. Bist du eigentlich Nachbarschaftslehrer oder Obmann? Es gibt doch, gibt doch den Lehrer und den Obmann, oder? Der Obmann ist immer so ein praxisorientierter Mensch, meistens Klärwärter. Und der Lehrer ist meistens dann Theoretiker, irgendwie ein Ingenieur oder sowas. So ist es zumindest, glaube ich, bei uns immer hier. Ja, also was nochmal kurz, was du gerade gesagt hast. Du sprichst ja von Kläranlagen. Also es gibt ja Kläranlagen und Kanalnachbarschaften. Die Kläranlagen-Nachbarschaften sind meistens von den Kläranlagen, auf den Kläranlagen dann auch. Und da wird dieses Benchmarking gemacht, was du gerade erzählt hast. Und die treffen sich auch zweimal im Jahr meistens. Und da wird wirklich dann auch manchmal das Testequipment mitgebracht. Dann wird Testabwasser analysiert zusammen. Und dann werden auch verschiedene, dann wird das Benchmarking auch gemacht und so weiter. Da geht es ja dann wirklich um Kläranlagenleistungen und wie man das optimieren kann. Im Kanal sind dann eher die Kanalthemen interessant. Ja, Rattenbekämpfung, Geruch, Sanierung von Kanälen, Spülen. Was macht ihr, wenn ein Kanal einbricht? Oberflächenwasser, Starkregen, diese ganzen Themen, die halt im Kanal interessant sind. Ne? Bei uns ist beides zusammen. Also bei uns differenziert man nicht so ganz, ganz stark. Okay. Also es gibt meistens immer eine große Kanalnachbarschaft, einmal pro Jahr. Ist aber auch nicht wirklich so differenziert. Also es kommt immer ganz drauf an im Gebiet Nordost. Aber an sich differenziert man nicht so stark zwischen Kanal und Kläranlage dann bei den Nachbarschaften. Also es ist hier in Süddeutschland anders. Da ist es wirklich getrennt nach Kanal und Kläranlage. Und man hat sogar noch Labornachbarschaften und Rübnachbarschaften gibt es auch noch. Also für die Regenüberlaufbauwerke gibt es nochmal extra Nachbarschaften. Und dann gibt es noch Klärschlammnachbarschaften. Also das ist hier im Süden total, weil die Abwasserstruktur so kleinteilig ist, weißt du? Das ist landbasiert. Bei euch ist das ja, glaube ich, auch viel weitläufiger, ne? Wie ist denn das Norden? Ja, kommt meistens dann auch immer ein Ansprechpartner, der zu beiden was sagen kann. Okay. Ja, es überschneidet sich hier in dem Fall, wenn die Leute, die die Kläranlage machen, auch den Kanal machen. Mhm. Daher, dann überschneidet sich das. Aber du hattest ja gefragt, wie das abläuft, Lehrer, Obmann. Also ich selber bin Lehrer, Nachbarschaftslehrer. In manchen Verbänden heißt das auch nicht Lehrer, sondern Betreuer, weil dieses Wort Lehrer ist immer so ein bisschen komisch. Es ist so ein bisschen antiquiert vielleicht schon. Du bist ja auch mehr so der Theoretiker, oder? Ich würde mich schon als ein Hybrid aus Theorie und Praxis verstehen. Und ich kann auch einen Schachtdeckel aufmachen. Und ich war auch schon ein paar Mal im Kanal drin und laufe da auch gerne in Hochwasserhosen durch. Aber damit möchtest du nicht sagen, dass die ganzen Theoretiker keinen Schachtdeckel aufbekommen. Du bist ganz schön, du willst heute echt wissen, ne? Hey. Du willst echt wissen. Ich will Klaus ein bisschen triggern, aber er lässt sich noch nicht so richtig drauf an. Er antwortet immer noch professionell, ne? Das finde ich gut. Ich muss im Diplomatie-Modus bleiben. Und ich bleibe einfach jetzt im Diplomat. Das muss ich üben. Wenn ich mal in die Politik gehe, dann musst du einfach auf jede provokante Frage ausweichend und diplomatisch antworten. So, dass der Zuhörer irgendwann denkt, jetzt hat die Reporterin es richtig hart versucht oder der Reporter so richtig hart versucht und er ist ruhig geblieben, er hat das Gespräch gewonnen. Genau, das machst du jetzt aber auch, ne? Naja, also der Diplomatie-Modus quasi, ne? Ja. So. Also, ich bin Nachbarschaftslehrer und da ist man quasi mehr oder weniger, also wichtig ist immer, dass man als Nachbarschaftslehrer nicht aus der Nachbarschaft selber kommt. Das will die DWA eigentlich deswegen, damit man auch von anderen, also dass man nicht so inzestös in sich diskutiert, sondern meistens ist der Nachbarschaftslehrer aus einem anderen Landkreis oder einem anderen Gebiet, um dort auch dann nicht Vorurteile oder dass jemand kommt und aus dem gleichen Gebiet und dich belehrt. Ne? Also von daher ist meistens der Nachbarschaftslehrer aus einem anderen Gebiet. Ich wohne zum Beispiel im Norden von Baden-Württemberg und meine Nachbarschaft ist in Konstanz am Bodensee. Das ist halt weit weg von mir. Wie wird man eigentlich Nachbarschaftslehrer dann? Also wie bist du Nachbarschaftslehrer geworden? Mensch, alles durcheinander. Bleib noch erstmal kurz. Also Nachbarschaftslehrer wird man dadurch, dass man ja also entweder gefragt wird von der DWA oder dass man sich hartnäckig, ich bin ja noch ein bisschen jünger, dass man hartnäckig, meistens sind das so ältere Kollegen, ne, die schon ein bisschen Erfahrung haben,
Oder dass man halt hartnäckig bei der DWA halt danach fragt, ob man mitmachen darf. Gerade wir sind ja jetzt, also ich persönlich bin ja jetzt kein, meistens sind das ja auch kommunale Betreiber oder besonders in Bayern sind das oft Vertreter vom Umwelt-, also vom Landratsamt oder Wasserwirtschaftsamt, die dann auch nah an der Gesetzgebung dran sind, um dort dann Themen zu definieren. Und es sind halt Ausnahmefälle, dass es auch mal ja, Kollegen von Ingenieurbüros sind. Das gibt es schon öfter, aber es ist nicht alltäglich und man wird, ja, es ist, es will, man achtet eigentlich bei der DWA schon auf Neutralität und dass das nicht so eine, ja, gewisse Interessenkonflikte entstehen. Und deswegen sind das schon eher meistens kommunale Leute, oft auch Ingenieure, gibt aber auch Praktiker, die das machen. Und ja, entweder man wird gefragt, weil man vielleicht auf DWA-Veranstaltungen oder in bestimmten Gremien schon mit dabei ist, dann wird man gefragt. Oder oft ist es auch so, dass der Lehrervorgänger einen Nachfolger selber sucht. Wenn man zum Beispiel in Rente geht, dann gibt man meistens das so ein bisschen weiter an den Nächsten, sucht sich einen jüngeren Mitarbeiter, der dann angesprochen wird, willst du es nicht machen und so weiter. Und so kommt eigentlich die DWA dazu. Es hören ja auch immer wieder Leute auf, die dann in Rente gehen oder das aus bestimmten persönlichen Gründen nicht mehr machen können oder den Job wechseln. Und dann sucht die DWA Nachfolger. Bei mir war es so, ich habe auf einer Landesverbandstagung vor 5 Jahren bei unserem zuständigen, es gibt noch so einen Oberlehrer im Landesverband, der die ganzen Nachbarschaften organisiert. Und den habe ich halt gefragt, ich würde das gern machen. Und ein halbes Jahr später wurde ich dann mal eingeladen zu unserer Lehrer- und Obleute-Tagung. Das heißt, einmal im Jahr treffen sich alle Lehrer und Obleute zu so einem Treffen im Landesverband, also es gibt es in jedem Landesverband, wo dann die Lehrer und Obleute, wo denen einfach erklärt wird, was gibt es Neues, was solltet ihr in euren Nachbarschaften kommunizieren, wie sollten wir uns zum Beispiel jetzt auch bei Corona verhalten, Hygienekonzept und so weiter, machen wir Nachbarschaften oder nicht, welche technischen Neuerungen gibt es. Es ist meistens so eine 2-tägige Veranstaltung, wo verschiedene Fachvorträge gehalten werden und wo man dann einfach auch wieder Input kriegt. Und das Tolle an dieser Veranstaltung ist, dass eigentlich alle wirklich fachlich guten Leute des Landesverbandes sich dort treffen und ja, man einfach eine super Vernetzung dadurch auch bekommt und wirklich auch mal am Puls der Zeit mit den wirklich motivierten Leuten aus dem Verband. Bei uns sind das so wirklich Tagungen mit 150 Teilnehmern, ne? Also das ist jedes Jahr im Frühjahr, leider dieses Jahr ausgefallen, aber das ist wirklich, schon allein das ist der Grund, warum man das da gern Lehrer machen will, um unter diese Leute mal zu kommen und da mal sich vernetzen zu können. Also wirklich top, muss man echt sagen. Das wäre jetzt doch ein ausführlicher Vortrag. Finde ich gut, dass du allen mal einen Einblick gewährt hast. Da sprichst du richtig emotional, Klaus. Ich kann allen nur empfehlen, wirklich, das ist jetzt wirklich emotional, ich kann nur allen empfehlen, das zu machen. Wenn man die Chance hat, Lehrer zu machen oder zumindest mal Obmann von einer Nachbarschaft, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Es entwickelt sich persönlich, entwickelt man sich dadurch weiter und fachlich natürlich, aber auch, ja, man muss, es ist so eine Art Projekt, ne? Man muss was organisieren können, man muss mit Menschen moderieren können, ja, und man kommt einfach auch wieder, man lernt wieder neue Leute kennen, wird zu diesen Veranstaltungen eingeladen und ja, kann da einfach nur positiv darüber berichten, muss ich sagen. Klaus, ich habe mal eine Frage noch, ne? Macht ihr bei euch eigentlich auch in der Nachbarschaft Ringproben? Das ist das, was ich vorhin erklärt habe. Du bist ja im Kanal dann tätig, ne? Kanalnachbarschaft oder was machst du? Ich habe das einmal miterlebt in der Nachbarschaft zweimal. In Schwabach war das einmal und in Buttenheim war das. Und da geht das so, oder es lief so ab, dass die Nachbarschaftslehrerin eine Abwasserprobe mitgebracht hat vom Ablauf von einer Kläranlage. Und dann haben alle ihr Equipment mitgebracht. Das war total skurril, muss ich sagen. Haben alle ihr Testequipment mitgebracht. Und dann musste jeder ein Stück Probe von dem Abwasser analysieren und jeder musste auf den gleichen Wert kommen. So, und das war dann schon so ein bisschen. Manche hatten schon das neueste Equipment und manche hatten noch das alte Equipment zum Testen. Mhm.
Man war schon so, was, ihr könnt euch nicht das neue Equipment leisten, was ist denn bei euch los, so auf die Art, ne? Und der eine hat halt nur die Abwasserprobe genommen, die so in so ein Gläschen reingemacht und dann in den Analysator gesteckt und gesagt, so, jetzt gehen wir Bier trinken. Und die anderen haben dann noch so, ah ja, Und das war schon echt krass, ne? Das war so wie, ähnlich wie so eine Tupper-Party, ja, das kam so rüber. Was, ihr habt noch nicht das Neueste von Tupper, was ist denn bei euch los? Bei uns war das so, dass jeder so eine Probeflasche mitgenommen hat und dann war man am Auslauf und dann wurde vom Auslauf halt ein Stückchen abgefüllt in jede Wasser- oder jede Probeflasche und dann hat das derjenige mit ins Labor zu sich auf die Kläranlage genommen und dann analysiert. Ne? Es gab aber auch Betreiber, die hatten gar kein eigenes Labor mehr, ne? Die haben das komplett outgesourced. Mhm. Und dann wird das irgendwie 2 Tage später oder so, sollen dann die Werte nachgereicht werden, dann sammelt das der Lehrer und beim nächsten Mal wird das dann vorgestellt. Mhm. Ist ja ähnlich, ne? Also jeder kriegt das gleiche Abwasser und muss zum gleichen Ergebnis kommen, ne? Und wer da nicht zum richtigen Ergebnis kommt, da ist quasi das Testequipment nicht okay. Ich finde es total sinnvoll, das zu machen, vor allen Dingen, weil das auch immer schult, wie man quasi das macht, ne? Also wie man quasi analysiert, muss auch junge Kollegen, die da zum ersten Mal dabei sind oder so, müssen das ja auch sehen. Und dann hat man auch die Sicherheit, dass meine Analysemethode funktioniert, ne? Ja. Zumindest einmal im Jahr. Das ist wie eine Kalibrierung meines Messequipments, ne? Theoretisch, ja. Mhm. Ja, Klaus, wie findet man eigentlich dann Nachbarschaften? Also wenn ich jetzt zum Beispiel kommunaler Betreiber bin vielleicht neu dazugestoßen, mein Vorgänger hat mir jetzt nicht gesagt, er war da und da in der Nachbarschaft. Wie finde ich das heraus oder wo sehe ich meine Nachbarschaften? Wie kann ich mich vielleicht bewerben? Also normalerweise gibt es, normalerweise kann das eigentlich nicht passieren, was du gerade sagst, weil die DWA über die Landratsämter, also über Post, über die Landratsämter alle Betreiber kennt und dann über Post einlädt. Das heißt, die Kläranlagen kriegen eine Karte oder einen Brief, wo dann drin steht, hier, die Nachbarschaft findet dann statt, das ist das Programm, bitte melden Sie sich unter dem und dem E-Mail-Adresse oder schreiben Sie zurück, wir sind dabei. Ne? Meistens läuft das per Faxantwort oder per PDF-Scan-E-Mail-Antwort. So, von daher, selbst wenn dein Vorgänger dir nichts gesagt hat, kriegst du trotzdem diesen Brief von der DWA. Und einen Brief von der DWA macht man normalerweise auf. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, wenn die DWA jetzt ausgerechnet den einen Betreiber nicht kennt, das ist hier im Süden manchmal kleinere Gemeinden, sind da nicht bekannt, dann läuft es so, dass es gibt diese Nachbarschaftsbücher von der DWA, Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften. Und da stehen eigentlich alle Nachbarschaften drin, auch mit Karten, wer der Nachbarschaftslehrer ist und wer Mitglied in der Nachbarschaft ist. Da stehen sogar die Obmänner und Lehrer drin, aber auch die einzelnen Kläranlagen mit ein paar Informationen darüber, wie groß sind die, wie viel Kanalnetz haben die Kanalnetzbetreiber und so weiter. Und da kann man dann auch schauen, ob seine Daten stimmen und wer da drin ist. Und wenn man jetzt, ja, Leiter einer Kläranlage ist, dann steht man sogar mit Namen da normalerweise drin. Ansonsten, wenn man jetzt da nicht drin steht, dann kann man sich ja den Nachbarschaftslehrer wenden und sagen, ich möchte gerne dazu mit eingeladen werden. Wie gesagt, über diese Kanal-Nachbarschaftsbücher. Wenn man das nicht hat, das kostet bei der DWA 50 Euro normalerweise, so wie ich das kenne, dann kann man das kriegen. Das wird jedes Jahr aktualisiert. Wenn man Nachbarschaftsmitglied oder DWA-Mitglied ist, kriegt man die aber, glaube ich, vom Nachbarschaftslehrer ausgeteilt. Ansonsten kann man sich natürlich auch gerne an den Landesverband der DWA wenden, in dem man ist. Es gibt ja 7 Landesverbände. Ja, und dann kann man dort quasi erfahren, welche Nachbarschaft für einen interessant ist und dann lädt die DWA einen auch gerne mit ein. Ja, von daher immer gut da teilzunehmen, weil man kann dabei nur lernen. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Und selbst einfach sich nur mal hinsetzen, zuhören, selbst dann lernt man schon ganz viel. Naja. Ja, von daher, das würde aber aus digital nicht funktionieren, diese Nachbarschaften, weil einfach das lebt davon, dass man sich mal wieder trifft, mal über bestimmte Themen redet, mal einen Tag Zeit hat dafür. Und es wurde jetzt auch vorgeschlagen, digital das zu machen, aber die meisten lassen das einfach dann ausfallen, weil digital einfach, ja. Das funktioniert bei den Nachbarschaften nicht. Hattest du das versucht bei dir in der Nachbarschaft, das digital zu machen? Ich habe es gar nicht erst versucht. Okay. Ja, Klaus. Intensives Thema, ne? Das ist irgendwie
so zufällig jetzt entstanden, dass wir da so ausführlich drüber gesprochen haben. Eigentlich hatten wir was anderes auf dem Zettel, aber das verschieben wir einfach. Aber jetzt nehmen wir nochmal die KA, die neue KA ist draußen. Mhm. August, das war die 8, ne? Schon länger draußen. Ja, August, ja, wir haben ja jetzt lange Pause gehabt gerade. Aber nächste Woche haben wir ja auch wieder, können wir am Ende noch drauf eingehen, haben wir ja schon wieder den nächsten geilen Podcast. Müssen wir wieder ein bisschen schneller werden, Daniel. Wir machen einfach mal eine Woche 7 Podcasts. Ja, weiß Tag. Ich nicht. Wir machen nicht einmal 7 Folgen, oder? Wäre doch geil, 7 Folgen, jeden Tag eine Folge. Das müsste man machen und dann hätten man immer wöchentlich dann welche zur Ausstrahlung, dass man die einfach so mal aufnimmt und dann, weißt du, dann ist es halt nicht aktuell. Dann dürfen wir nicht über was Aktuelles sprechen. Ja, aber ist unsere Wirtschaft jetzt so aktuell? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich könnte man das machen, ne? Ja. Eine gute Idee. Ja. Oder sprechen wir hier über das Wetter? Nee, eigentlich nicht. Na gut, Klaus, dann lass uns doch jetzt mal auf die KA eingehen. Ja. Welcher Artikel ist dir denn besonders aufgefallen? Ich fand es besonders interessant, das Thema mit den Spurenstoffeliminationen mit UV-Licht. Also ich fand das ganz interessant, dass man das nicht nur, gibt ja diese zwei Verfahren, Ozonierung und Pulveraktivkohle. Und die Weimarer, die machen ja immer alternative Sanitärsysteme und so weiter. Und die haben sich jetzt auch wieder was Tolles überlegt, da mit dieser UV-Desinfektion in einem Rotationstauchkörper. Also ich finde das ganz interessant. Wenn man sich das mal durchliest, quasi das Prinzip ist, wer einen Rotationstauchkörper kennt, fließt vorne Wasser rein, hinten Wasser raus aus dem Becken und in dem Becken dreht sich eine Schnecke mit Platten und darauf leben quasi Bakterien, die ganz langsam dreht sich dieser Scheibenkörper und teilweise ist er dann für 2 Minuten unter Wasser und dann ist er wieder 2 Minuten in der Luft oben. Und normalerweise ist das dazu da, dass du eine belüftete, quasi oben in der Luft, und eine unbelüftete, quasi unten im Wasser, Phase hast und dadurch dann quasi diese Denitrifikation entsteht. Also Nitrifikation und Denitrifikation. So, und wenn man jetzt aber im oberen Bereich, im belüfteten Bereich quasi UV-Lampen anbringt mit der Wellenlänge 365 Nanometer, zerstört das ja quasi auch Spurenstoffe. Die Frage, die wir uns jetzt gestellt haben und die ich mir halt stelle, das geht natürlich nicht in einem normalen Scheibentauchkörper nachzurüsten, weil du wahrscheinlich dann die Biologie zerstörst. Aber für kleine Anlagen wäre das schon eine Alternative, einfach hinter den bestehenden Scheibentauchkörper noch einen zweiten zu stellen. Dann hättest du gleich eine schöne vierte Reinigungsstufe, auch für kleinere Anlagen. Also ich finde das total interessant und das wäre wieder was für unsere Zentral-Dezentral-Diskussion. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, man will überall irgendwann vierte Reinigungsstufe haben, was vielleicht irgendwie langfristig wirklich mal passiert, dann braucht man ja auch Lösungen für kleine Anlagen, sonst kann man ja nur zentralisieren. Ne? Daniel. Genau. Also ich fand den Artikel auch am interessantesten aus der Zeitschrift jetzt. Es stehen viele Fachartikel jetzt diesmal drin, hatte ich das Gefühl. Ich habe mich übrigens gewundert über folgende Formel, die kannte ich so noch gar nicht. QUMS ist gleich ENMS plus ENMS ist gleich IMS. Genau. Was ist das, Klaus? Ihr, die jetzt zuhört, das ist schon schwierig genug, wenn man es richtig vorliest und wenn man dann zwei auf Gott hat. Es ist echt QUMS plus ENMS ist gleich IMS. Er muss sagen, Q groß, U klein, MS groß, plus E groß, klein N, plus groß MS ist gleich alles groß IMS. Ist doch logisch. Qualitätsmanagementsystem plus Energiemanagementsystem ist gleich integriertes Managementsystem. Das ist mit vielen Dingen so, ne? Ja. Es gibt ja auch so ein integriertes Sanierungskonzept. Kennst du die? Klar. Alles integriert ist immer gut. Das hört sich immer geil an. Marketingtechnisch total geil. Ja. Nee, macht auf jeden Fall Sinn hier. Qualität und Umwelt. Ja, also Qualität finde ich total gut und Umwelt finde ich auch gut. Und Energie finde ich auch gut. Und deswegen, wenn man das alles integriert, ist das auch total gut. Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Worum geht's da? Ich meine, auch nochmal wirklich eine Frage, Klaus. Ab wie viel kW pro Stunde muss der Kubikmeter Abwasser gereinigt werden? Oder ab welchen Schwellenwert denkst du, dass es kritisch ist?
Wie viel kW pro Stunde braucht man, Kilowattstunden braucht man zum Reinigen? Pro Kubik, ja. Boah, keine Ahnung, gute Frage. Wie viel braucht man denn? Ich habe neulich auf einer Nachbarschaft, ich kenne mich damit ja auch überhaupt nicht aus, da meinte der Nachbarschaftsherr, den haben wir übrigens auch nochmal zu Gast. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, der wird hier in der Region, wo ich aufwachse, so als Ikone bezeichnet. Den laden wir einfach nochmal ein hier in dem Podcast. Wo du aufwächst, ja? Ja, wo ich, noch auf, ne? Ich wachse immer noch. Aber nur im Kopf. So, nee, und der sagte, er guckt immer so ab, also 2 kW pro Stunde, je Kubik, ist schon enorm viel. Und alles, was da drüber liegt, ist eigentlich Quatsch. Also wahrscheinlich wird er immer so bei 1 Kilowattstunde pro Stunde das Kubik, je Kubikmeter Abwasser anfallen. Kilowattstunde pro Stunde? Eine Kilowattstunde pro Kubikmeter. Okay, das ist gut. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein Wert. Umso größer die Anlage wird, umso geringer wird dieser Wert werden. Das spricht ja auch wieder für Zentralisierung. Frage ist dann, was du wieder für Rumpumpen und so weiter ausgibst und so weiter. Aber das ist ja auch ein, glaube ich, wahrscheinlich ein zentraler Wert, gerade in so einem Energiemanagementsystem, dass man die Energie pro Kubikmeter gereinigtes Abwasser runterbekommt. Ne? Mhm. Naja, gut. Vielleicht steht das ja auch nochmal im Artikel dezidiert da drin. So genau habe ich mir den nicht durchgelesen. Ja, das ist halt immer so ein Thema mit Energie. Oft ist das ja auch, marketingtechnisch ausgeschlachtet. Ne? Wir sind energieautark oder nicht autark. Wenn ich das da lese, sind die zu 35% autark. Da würden wahrscheinlich einige wieder sagen, boah, 35% ist ja total wenig. Ne? Aber es hat sich halt, ist halt immer die Frage, wie man das berechnet. Ne? Ob man ja energieautark ist oder nicht. Ne? Geht ja auch dann Wärmeenergie oder wirklich Strom. Wärme hat man meistens genug. Strom ist halt oft der Knackpunkt. Ne? Und dann auch die Frage, wann brauche ich den Strom? Ne? Ja. Ja, mehr interessante Artikel sehe ich jetzt hier nicht. Hast du noch einen, über den du sprechen möchtest? Nee. irgendwie war es diesmal, weißt du, das Schlimmste an der K ist immer, dass es manchmal dann zu viel Text ist. Und ich liebe ja Bilderbücher, weißt du? Seit meine Kinder so, die sind ja noch 1 und 4 und ich gucke mir die ganze Zeit Bilder, die guckt man sich auch gerne an. Da sind viel Bild und wenig Text. Das guckt man sich von vorne bis hinten durch. Kinder haben das gelernt. Die mögen Bilderbücher mit tollem Text. Und was lernt man als Erwachsener? Umso mehr Inhalt im Text man reinballert, umso besser ist der Artikel. Ist aber nicht so. Ein Artikel ohne ein einziges Bild ist für mich Vergewaltigung der Augen. Okay. Das lasse ich mal so stehen. Ja. Es ist ein harter Take, ne? Aber es ist so. Ist hart, first, ja. First take. Also das ist eine harte Position, Daniel. Was ich aber wirklich noch gut fand, ist, deswegen, ich war eigentlich mit voller Erwartung an diese KA rangegangen, ich fand das Bild wunderschön. Also das Deckblatt mit dem Goldfisch, der rüberspringt. Ich habe dazu ja eine differenzierte Meinung. In das andere Aquarium. Warum? Na, die DWA nutzt dieses Bild ja, um zu sagen, guck mal, du bist alleine, jetzt springst du rüber in das andere Glas und dann sind da ganz viele. Ja. Das illustriert natürlich schon, dass man in eine Gemeinschaft eintritt, aber das ist auch das Problem der DWA aus meiner Sicht. Ne? Weil es gibt genau das gleiche Bild, wo ein für Innovation, ne? Da springt der Fisch in die andere Richtung. Ach so, ja, stimmt. Ne? Das heißt, alle schwimmen im gleichen Glas, in der gleichen Suppe. Und wenn man Innovation machen will, springt man von einem Glas und traut sich, in das andere leere Glas zu springen, weil bisher da noch keiner war. Und deswegen finde ich dieses Glas so lustig. Ich habe dieses Bild, das Bild gibt es ja seit einem halben Jahr von der DWA. Und ich habe ungefähr 2 Monate vorher genau dieses Bild für unsere Drohnenpräsentation benutzt, um zu zeigen, man muss sich trauen, mal was Neues zu machen, wo der Fisch in die andere Richtung springt. Deswegen finde ich das so lustig. Und weißt du, was ich lustig finde? Ich wollte dich mal fragen, wie viele Prämien du schon eingeheimst hast. Jetzt gibt es ja auch eine Prämie, ne, wenn man mit der Werb wirbt.
Noch keine. Mich würde mal interessieren, wie viele Prämien die DWA schon verschickt hat davon. Ich würde einen einstelligen Betrag schätzen. Ja, die Prämien sind auch nicht so geil. Man müsste irgendwie was noch Geileres kriegen. Weiß ich nicht. Für was würdest, genau, gute Frage eigentlich mal zum Abschluss noch von unserem Podcast. Für was würdest du jetzt sagen, jetzt gehe ich auf Mitgliedersuche? Für 5 Vorstandssitzungen im DWA-Vorstand. Das wäre mal geil. Wenn man wenn man zum DWA-Vorstand eingeladen wird, wenn man die meisten Mitglieder geworben hat in dem Jahr. In dem Monat. Oder in dem Monat. Es ist ja nicht einmal im Monat eine Sitzung. Also wäre zum Beispiel geil, ja. Ich hätte jetzt gesagt, für Geld. Ja, das ist wahrscheinlich nicht mehr so einfach machbar. Aber wenn du dann die Leute kennst vom Vorstand, das ist ja schon cool, oder? Lohnt sich das ja auch mal, Mitglied zu werden. Ja, genau. Oder wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, da muss man halt in der KA auf der ersten Seite kriegt man ein Bild rein, ich habe die meisten Mitglieder geworben diesen Monat. Oder auf der Titelseite. Nicht dieses Bild darstellen mit den Fischen, sondern auf der Titelseite darstellen, dass den Typen, der die meisten Mitglieder geworben hat, der wird auf die Titelseite gestellt. Und der ist dann in diesem Aquarium. Nee, aber aufs Titelbild, den Mitarbeiter, das die meisten Mitglieder geworben hat, kommt auf die Titelseite. Beim nächsten Mal kommt wieder der auf die Titelseite. Das wäre doch mal ein Anreiz, auf der Titelseite der KA zu sein mit seinem eigenen Bild, oder? Sehr gut, ja. Ja. Finde ich, wäre das bestimmt gut. Man müsste noch Gesichtsauswahl vorher machen. Also es darf nicht jeder da drauf. Ein Ghost oder mit Photoshop editen vorher. Und der darf gerade nicht erst aufgestanden sein, ne? So wie du. Ja, ihr seht mich jetzt gerade nicht, aber ich habe hier das geile DWA-Shirt an mit Unitechnik als Sponsor drauf. Habe ich jetzt an von der letzten Landesverbandstagung der DWA. Das ist ist zu groß irgendwie. Es hat irgendwie XL, aber das kann man cool als Shirt zum Schlafen nehmen. Ist cool. Können die Kinder dran rumreißen, passiert nichts. Alles easy. Ja. Cool. Daniel, wir müssen noch einen Ausblick auf nächste Woche machen. Ja, ich muss auch gleich los. Ich musste gerade meine ich musste gerade meine Fußballkarriere pausieren. Wieso? Kreuzbandriss oder was? Nee, ich habe eine Fußverletzung. Okay. Ich habe doch kein Kreuzband, das heißt ja nicht hier Klaus Jilk. Ja, ich habe schon beide Kreuzbänder durch, das ist bei mir durch. Ich spiele noch Golf jetzt. Übrigens, wer von euch Abwasserhelden da draußen, spielt ja niemand Golf hier in dieser Branche. Wer mit mir eine Runde spielen will, wer Golf spielt, meldet sich bei mir. Ja, nutzt die Chance, Klaus ist nicht so gut. Nutzt die Chance. Klaus ist voll gut. 13,9 ist mein Handicap. Jetzt. Genau, ja. Ja, voll gut. Das glaube ich nicht. Bogey Golf kann ich spielen. Wer Lust hat, mal mit mir eine Runde zu spielen, meldet euch. Im Abwasser gibt es ja sonst niemanden. Das ist jetzt mal ein Aufruf. Wenn ihr jetzt alle denkt, dieser elitäre Typ da drüben, mir egal. Schlagt einmal so einen Ball weg, dann wisst ihr, warum das geil ist. Ja, ansonsten nächste Woche Aufruf. Wir haben einen interessanten Gast am Dienstag bei uns, nächste Woche. Um 16 Uhr wird es aufgenommen, und zwar der Dr. Hetzel, der Leiter der ganzen Fachausschüsse, wird uns ein bisschen erklären, was die Fachgremien sind, wie man da reinkommt, was man da mitbringen muss, was die Inhalte sind, warum macht die DWA das und so weiter. Und vielleicht erzählt uns der Herr Hetzel auch noch ein bisschen was über seinen Werdegang. Und ich glaube, das ist ein interessanter Podcast beim nächsten Mal. Ja, und da freuen wir uns auch schon drauf. Und dann können wir wieder ein bisschen fachlicher werden, als nur hier dieses persönliche Geplänkel immer. Nächstes Mal wird es richtig fachlich. Das geht gar nicht. Außerdem, ein kleiner Hintergrund war ja noch, als wir mit Philipp, glaube ich, gesprochen hatten, ne, da kam das ja zur Sprache, dass wir uns jetzt die Sprecher von den Fachgremien einladen, von der DWA. Und dann haben wir immer gleich ein Fachthema und dann haben wir einen, der dazu Auskunft geben kann. Wir stellen dann ein paar kluge Fragen. Und ja, ganz am Anfang starten wir jetzt mit dem Leiter aller Fachausschüsse, richtig? Genau. Der Dr. Hetzel ist der, ich glaube, Abteilungsleiter für
für diese ganzen, das weiß ich gar nicht genau die Position, das wird er uns nächste Woche erklären, aber der ist Abteilungsleiter für diese ganzen Fachgremien und Fachausschüsse und so weiter und verantwortet die fachliche Struktur bei der DWA. Von daher sind wir mal gespannt auf nächste Woche und ja, freuen uns drauf. In diesem Sinne, Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, das Pantarei, ne? Das Abwasser fließt immer weg ab, Leute. Ich hab fast vergessen, ne? Ciao. Gut, ciao.